Marc und Heiner, Schar und Ingo sind in Finalstimmung. Ah, die sind ja mal ausstaffiert worden, ne? Würde ich sagen. Ne? Da hat die Mami den Ingo, ne? Gleich mal schön morgens reingehauen in den Rucksack, ne? Ich erwarte einen coolen Tag heute. Der Denis, der lässt sich nicht in die Suppe spucken, der ist Profi. Ich glaube, er lässt sich auch nicht beeinflussen von den vorherigen Tagen. Er macht's einfach sein Ding und das wird er gut machen, denke ich. Das ist auf jeden Fall Denis Plan und ganz nebenbei die Konkurrenz müde machen. Hi Denis. Hi. Sag grüß. Die beiden an hier. Oh, langsam, ey. Meine Güte, wo wohnst du hier? Ja, unsere zwei Mitstreiter, der Schar, der Ingo, die zwei Chaoten. Die sind echt hier hochgestiefelt. Wahnsinn. Rucksack auf und los. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber sind wahrscheinlich heute früh um 6 Uhr los. Ja, herzlich willkommen bei mir, bei uns auf der Stiefelburg, mitten im Wald. Herrlich. Ich bin der Meinung, das passt sich wunderbar in diese Umgebung ein. Ich würde hier nichts anderes machen. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Schöne Terrassen. Das ist das Konzept ja mit Hotel und Restaurant. Wahnsinn. Ich finde es toll hier. Dann mal aus dem Weg, liebe Gastronomen. Der Chef haut jetzt eine Ansage raus. Jungs. Tut mir echt leid. Aber hier ist Endstation. Im Inneren geht's zunächst um den ersten Eindruck. Und passt alles? Hat sich doch gelohnt, die Wanderung, oder? Du kommst hier an, rustikales Ambiente, Holz, wo das Auge hinschaut. Ich fühle mich sauwohl. Es ist nicht prunkvoll, es ist einfach rustikal. Man fühlt sich ein bisschen in der Zeit zurückversetzt. Wir kennen diesen Style bei uns in der Region. Es passt super hier rein. Das stimmt, das hat der Marc gut auf den Punkt gebracht. Und das ist auch überhaupt nicht beleidigend, sondern es ist ein bisschen alte Tradition. Hat er auch gesagt, ne, der Denis. Da steht dazu. Beeindrucken will der Chef jetzt nicht nur mit einer schicken Speisekarte, sondern auch mit seiner Gattin. Hallo. Meine Lieben. Vielen Dank. Darf ich erst mal meine bessere Hälfte vorstellen? Das ist die Clara. Hi, Clara. Hi, Clara. Hi. Eine ganz charmante Frau, die liest, versucht uns jeden Wunsch von Lippen abzulesen, ist sehr umsorglich. Also das ist wirklich, man fühlt sich wirklich wohl. Das ist ein ganz, ganz tolles Team, die beiden. Und vor allem hat sie einen Dirndl an. Also das macht doch das hier aus. Das stimmt, ist doch, wir greifen geil. Ja wieder das Ambiente auf. Ja. Also das ziehen die ja, den Stiefel ziehen die ja komplett durch. Da muss man was zu sagen. Ne? Diese Trachtentradition, die ist jetzt nicht nur in Bayern zu Hause. Ne? Thüringen hat, ich glaube, über 100 Trachtenvereine. Ja? Also nur, dass man das einfach mal einordnen kann. Besonders Marc ist beim Blick in die Karte überglücklich. Wenn man in der Innenstadt ist, kriegt man solche Gerichte nicht. Wir haben eine Bauernsülze, wer traut sich das zu machen, aber hier passt es halt her. Und wenn man von einer Wanderung kommt, kommt in einem Waldgasthaus, da hast du eine deftige, bodenständige Küche. Ja. Genau, meine Erwartungshaltung ist absolut erfüllt. Dann einmal die Bestellungen bitte, die Herren. Offensichtlich ist hier für jeden was dabei. Die Vorspeise muss Denis nicht alleine zubereiten. Ich grüße dich. Sei gegrüßt. Wie geht's dir? Herzlich willkommen bei mir in der Küche. Danke sehr. Lass mich mal ein bisschen dir über die Schulter gucken. Was machst du Schönes? Also ich bin gerade beim Würzfleisch. Ist ein alter Klassiker. Absolut. Würzfleisch ist für die Thüringer eine Grundeinstellung. Jeder kennt Würzfleisch, jeder findet Würzfleisch einfach geil. Es gibt, glaube ich, keinen Thüringer, der das Würzfleisch nicht kennt. Im Original ist es auf jeden Fall Schwein. Ne? Gibt es auch oft mit Geflügel. Aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass Schwein im Ursprung genommen wurde, sogar auch Schopf, ne? Mit den Fetteinschlüssen. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Schweinerücken genommen. Das ist so ein bisschen das Endstück. Aus dem Grunde, weil wir machen aus einem Schweinelachs, aus einem Schweinerücken, machen wir unsere Schnitzel. Also aus meiner Erinnerung ist es auch das richtige Fleisch. Ne? Also es gibt ja Würzfleisch auch oft vom Geflügel, vom Hühnchen halt. Ne? Es ist Schwein und wenn ich mich richtig erinnere, ist es sogar Nacken. Ne? Also da mit der Fettgeschichte, die man eben im Nacken hat, es tut dem Würzfleisch gut. Ich glaube, das ist schon eine noblere Version. Wir sind jetzt schon ein bisschen mit den Garmethoden, haben wir ein paar andere. Ich habe hier ein Sous-Vide-Becken, da ist das Fleisch schön zart. Und nachher, wenn wir das mit der Soße verbinden, hat es eine schön saftige Struktur. Die Zubereitung ist allerdings nicht ganz im Sinne des befreundeten Profikochs. Mir fällt auf, lieber Denis, auch da wird unsere Freundschaft dir nicht helfen. Du hast die Silberhaut und das alles ein bisschen draufgelassen. Das würde ich ein bisschen zuputzen, persönlich. Aber gut. Du würzt jetzt ausschließlich mit Salz und Pfeffer? Erstmal das und dann kommt noch Lorbeer, Nelke, ein bisschen Wacholder und Piment. Wie lange kommt das dann ins Sous-Vide-Becken? Also das habe ich 3 Stunden bei 70 Grad. 3 Stunden. Genau. Das Fett bleibt zwar dran, aber die Art des Garens trifft zumindest Mikes Geschmack.
Ich hätte gar nicht erwartet, dass du mit so modernen Garmethoden arbeitest. Ne? Ich habe da mal was vorbereitet. Oh. Da haben wir schon unser vorbereitetes Stück. Das schneidet Denise erst einmal in mundgerechte Stücke, bevor der nächste Schritt folgt. Und wir fangen jetzt mit der Soße an, mit der Velouté, sagt man so. Also im Prinzip eine Soße für Fleischbindung, für Ragouts. Das ist einfach eine Grundsoße, ne? Muss man sagen. 50 Gramm Butter in den Topf, 100 Gramm Mehl hinzu und das Ganze mit Brühe aufgießen. Zum Schluss folgt ein Schuss Zitrone. So, das gebe ich vor der Sahne rein, dass die erstmal noch mal richtig ein bisschen mit dem Mehl mitkocht. Und wenn so eine Säure erstmal gebunden ist, dann passiert das nicht, wenn man Sahne und Säure zusammenbringt, dass das nicht flockt. Dass sich nicht trennt. Dass es sich nicht trennt. Bei diesem Schritt darf der Gast helfen. Damit ist das Sößchen fürs Würzfleisch aber noch lange nicht fertig. Jetzt kommen da noch Zutaten dran. Das würze ich jetzt auch noch mal mit Salz. Ein Schluck Sahne zum Verfeinern. Dann kommen noch mal Worcestershire. Worcester auch gesprochen, umgangssprachlich. Das ist so eine englische Würzsoße. Die Soße wird, glaube ich, Worcester ausgesprochen, aber Worcester, Worcestersauce, Worcestershire. Wir wissen ja alle, was gemeint ist. Jetzt darf auch endlich das Würzfleisch dazustoßen. So, und du siehst ja schon, jetzt kriegen wir so ein bisschen diesen cremigen, typischen Konsistenz von dem Ragout. Das Ganze füllen wir dann in ein kleines Näpfchen ab, mit geriebenen Gouda oder Emmentaler, mit Käse überbacken, ja, im Salamander. Schön kross. Ja, dann gibt's noch ein Baguette, einen Toast dazu. Und dann geht's ab. Gesagt, getan. Und schon ist es Zeit für die letzte Vorspeise in dieser Woche. Guten Appetit. Danke, danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Heiner hat Lust auf eine saisonale Suppe. Er hat die Kartoffel-Pfifferlings-Cremesuppe gewählt. Ist definitiv eine Cremesuppe. Absolut cremig. Wahnsinn. Die war echt schön sämig, die war echt eingedickt, die war gut. Das frisches Gemüse noch mit drin, ein bisschen Möhre, frische Kräuter. Es waren Sprossen obendrauf, es war frischer Schnittlauch obendrauf, es war einfach gut. Die Konsistenz, alles was an dieser Suppe ist, ist Wahnsinn. Das ist eine cremige Kartoffelsuppe mit Pfifferlinge. Die Eckdaten passen halt geschmacklich seit Jahrhunderten zusammen. Möchtest du noch was hinzufügen, Heiner? Es sind frische Pfifferlinge drin. Das Einzige, ich schmecke den Pfifferling nicht ganz so doll raus. Der Pfifferling ist zwar nicht so stark im Geschmack, aber er kam halt für mich gar nicht so zur Geltung. Aber es war eine absolut cremige, geile Suppe, die handwerklich einfach Wahnsinn war. Suppig geht's auch auf Marks Teller zu. Er hat sich für eine deftige Leberknödelsuppe entschieden. Wer eine Leberknödelsuppe bestellt, der möchte auch einen Lebergeschmack haben. Und ich finde auch die Proportion von den Leberknödeln ist ideal für die Suppengröße. Ich habe ein ganz tolles Verhältnis zwischen einer kräftigen Brühe und den schönen Leberknödel. Der ist definitiv handgemacht, hat ein super Leberaroma. Geschmacklich gibt der Leberknödel dann in die kräftige Brühe eine schöne, leichte Lebernote. Es ist also im Mundgefühl und auch im Geschmack ist es wirklich fein zusammen. Das ist halt ein Knödel, der wird von der Konsistenz her eher dicht gemacht. Aber da ist halt auch Ei drin oder irgendwas anderes Sahniges, was den halt dann auch beim Kochen wieder fluffig macht. Und der Lebergeschmack passt halt super zu so einem kräftigen Rindsbouillon. Ingo hat einen regionalen Klassiker geordert, nämlich das Würzfleisch im Näpfchen mit Käse überbacken. Wie das duftet. Die Konsistenz vom Würzfleisch ist wirklich schön. Es ist nicht zu trocken, die Soße, nicht zu nass. Was ich nicht so perfekt fand, war tatsächlich der Gehalt der Würzung. Es dürfte ein bisschen mutiger abgeschmeckt sein. So diese Grundwürze, die fehlt mir so ein bisschen tatsächlich. Aber die Worcestershire steht ja daneben. Da könnte man ja noch mal ein paar Tröpfchen draufgeben, oder? Käse ist lecker, absolut. Ich habe, Denise hat auch ordentlich Käse drauf gemacht, das bevorzuge ich wirklich sehr. Er nimmt einen Gouda mit oben drauf, das finde ich auch gut. Der Gouda ist ein fettiger Käse, der hat in der Regel ja über 40% Fettgehalt. Er wird schön knusprig, er kriegt Farbe, er gibt sein Fett ab, das legt sich alles so schön in das Würzfleisch mit rein. Ja, alles in allem eine schöne Vorspeise. Vielleicht hätte so ein kleines grünes Blättchen für die Optik ein bisschen noch was Schönes rausgeholt, aber alles in allem eine sehr, sehr ordentliche Vorspeise. Bei Ingo gibt's zu wenig Grün, bei Schar dafür satt und genug. Er hat den gemischten Marktsalat, Blattsalate, Olive, Baguette und Feta.
genauso wie das hier Name ist, wirklich, dass alles gemischt ist. Paprika, Gurken, Tomaten und drinnen, dass die knusprige Stückchen Brot auch dabei, Olivien mit die Käse, das alles gut zusammengepasst. Und zusätzlich hatte extra, ich habe Wunsch gesagt, wegen ein bisschen Knoblauch reinmachen, das hat er auch gemacht. Sieht sehr gut aus, schmeckt sehr gut. Hattest du ein Dressing im Salat oder war es einfach nur mariniert? Was war mit drin? Ist schon Dressing drin im Salat, dass die Olivenöl, das hat er gemacht. Und dann drin noch zusätzlich, dass die Knoblauchsoße das bisschen rein zusammenpasst. Aber es war Dressing dabei. Bin ich eigentlich der einzige Mensch auf der Welt, der so ausgestanzte Oliven irgendwie doof findet? Und zwar optisch, gibt auch geile, aber ich finde es optisch immer. Ich habe das Gefühl, da ist so ein Olivendoktor dran gewesen. Die erste Punktetendenz des Abends holt sich Denise Auge in Auge bei der Konkurrenz ab. Von mir kriegst du eine Tendenz aktuell von 8 Punkten. Okay, super. Von mir Tendenz, du kriegst von 9 Punkten. Meine Tendenz liegt bei 9 Punkten. Meine Tendenz für die Leberknödelsuppe ist bis jetzt bei 9 Punkten. Ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank. Okay, danke. Bis dann. Was sagst du dazu, Mike? Also, da bist du richtig gut bedient. Ich persönlich hier auf dem Stuhl will für 35 Punkte, die du jetzt bekommen hast, ein bisschen mehr sehen beim Hauptgang. Ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen befreiter. Der erste Druck, der erste Stress ist weg. Und da bereiten wir uns jetzt auf die nächste Collage vor. Bei der gibt es Hilfe von Marc. Der ist aber offenbar mehr in Weinlaune. Was kochen wir jetzt eigentlich? Wir kochen jetzt Perlkraumrisotto. Der große Unterschied bei diesem Risotto ist halt, dass es eine Gerste ist. Eine Graupe ist eine Gerste. Und beim Originalrisotto ist es ja ein Reis. So, und kann man super machen. Dafür dürfen zunächst die Zwiebeln im Topf ein wenig anschwitzen. Dann habe ich hier noch Perlgrauben. Was ist jetzt das Besondere an den Perlgrauben? Ja, es ist aus unserer Region. Gab es früher, ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und deswegen verwende ich das. Einfach mal eine regionale Möglichkeit, ein Risotto zu bereiten. So ist es. Die ist so rundum kügelig, ne? Weil die geschält wird und dann wird die geschliffen und poliert. Und dann kriegt die so eine ründliche Form. So, wenn das Weiße so langsam aus dem Korn rauszieht, dann wird es dann glasig. Ich habe hier so ein Pfeffer-Salz-Gemisch, das gleich ein bisschen einzieht. Noch ein Schuss Brühe hinzu und dann heißt es Geduld. Das lassen wir jetzt so lange garen, bis die Flüssigkeit aufgenommen wurde. Das habe ich schon mal vorbereitet. Das sieht dann so aus, wenn die ganze Flüssigkeit aufgenommen worden ist. Dazu serviert Denise eine bunte Gemüsemischung. Ich mache ja mit Gemüse und querbeet, was ich halt so gerade da habe. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen Teichspargel, dann habe ich Paprika, ein bisschen Wurzelgemüse. Also dass es einfach schön bunt wird. Genau. Die bunte Mischung landet jetzt erstmal in der Pfanne. Nachdem Denise das Ensemble scharf angebraten hat, gibt es das Kontrastprogramm einmal ab in den Kühler. An dem Gemüse passiert jetzt nichts mehr. Der Garprozess ist jetzt komplett unterbrochen. Genau, das fährt runter und kühlt halt. Ist bei 3 Grad. Bleibt genau der wunderschöne Garpunkt, Farbe. Den du jetzt hattest. Super. Ja. In Italien wird ja ein Risotto als Hauptgang gegessen. Da gibt es ja nichts weiter dazu. Ja. Aber ich denke mal, bei dir, wie ich dich kenne, machst du noch was dazu zu dem Risotto. In dem Fall habe ich mir gedacht, wir nehmen mal einen Fisch. Und zwar ein Welsfilet. Ist übrigens auch eine Zucht aus Thüringen. Ach echt? Ein heimisches. Darum geht es mir ja auch. Ja. Dass wir halt sehr viel mit heimischen und regionalen Produkten arbeiten. Welsfilet ist super, muss ich sagen. Also toller Süßwasserfisch. Kann man geile Gulasche von machen übrigens. Der hat eigentlich gar keinen so richtigen Fischgeschmack. Das ist schon eher in Richtung Fleisch. Ja. Also viele, ja. Ich empfehle das immer. Ach ja, wir probieren es mal. Und dann sagen sie, es hat ja eigentlich wie Fleisch geschmeckt. Sieht ja alles super vorbereitet aus. Kann ich dir noch bei irgendwas behilflich sein? Du könntest mir den Parmesan reiben. Ich liebe Parmesan reiben. Da lässt sich Marc nicht zweimal bitten. Aber wofür braucht Denise den Käse überhaupt? Das ist nämlich dann für die Käse-Eihülle. Ja. Für den Fisch. Als Ummantelung. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, wie ich den Wels zubereitet hätte. Aber ich finde, das ist eine witzige Idee, den als Piccata Milanese zu machen mit Parmesan und Eihülle. Marc, du trennst mir mal bitte die Eier. Mach ich dir gerne. 2 Stück. Der Gast tut, wie ihm geheißen. Also du brauchst nicht trennen.
Ich meine aufschlagen. Dann hau ich das mal komplett rein. Ja, wir brauchen ja das ganze Ei. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, ne, wir müssen ja die Piccata-Geschichte besteht ja aus Vollei. Und eben, Parmesan auch geil. Der alte Hase wird nervös, oder wie? Zu den vollständigen Eiern kommt jetzt der geriebene Parmesan. Anschließend darf der melierte Fisch in der Masse ein kleines Bad nehmen. Dann geht's ab ins heiße Fett. Ja, da hört man schon dieses leichte, sanfte Knuspern. Das macht einfach Spaß. Ja, das sieht man, ne? Du hast immer noch Freude beim Kochen. Unfassbar. Marc lässt den glücklichen Koch aber jetzt alleine, denn es ist Zeit zum Anrichten. Und damit ringfrei für die letzte Hauptspeise in dieser Woche in der Stiefelburg. So, jetzt haut rein. Guten Appetit. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, Clara. Danke, Clara. Einen guten. Schaar probiert die Piccata vom Wels auf Gemüse-Perlkrauten-Risotto. 18,50, allemal wert. Schaut gut aus. Klassischer Teller. Gut. Ich erste Mal Risotto essen, weil vorher habe ich sowas nicht gehabt, nicht gegessen. Die Risotto ist wirklich sehr gut. Das ist nicht so hart, nicht so weiß. Also passt, frische Gemüse dabei. Super lecker. Echt, sieht gut aus. Er hat das Gemüse angebraten, separat, und hat es dann in Schockfroster getan, damit es den Garpunkt nicht verliert. Merkst du, dass es noch richtig schön knackig ist? Das die schmeckt auch andere als die gekochte Gemüse. Ach, cool. Ja. Hat natürlich auch den Vorteil, dass das Gemüse dann nachher auch noch richtig schön in der Farbe saftig ausschaut, ne? Und wie schmeckt der Hauptakteur auf dem Teller? Fischfilet, ich schneide ihn jetzt und ich zeige auch das hier. Das war wirklich weich, nicht so hart. Und trotzdem, dass die knusprig mit den Eier und Gelte maniert ist. Das war eigentlich sehr gut und nicht so viel, nicht so wenig. Alles rund, alles perfekt bei dir, Sasse. Wunderschön und alles perfekt. Tutti frutti. Klassisch geht's auf dem nächsten Teller weiter. Hier hat sich Heiner für den 24 Stunden gegarten Kalbstafelspitz mit Bouillon-Kartoffeln und Meerrettich entschieden. Mein Gemüse ist knackig, so wie es versprochen war. Die Kartoffeln und auch die Möhren, die haben noch Biss. Die Lauchzwiebeln, alles, was hier auf diesem Gericht liegt, die Petersilie, alles ist frisch, der Salat war frisch. Es war genauso, wie ich es mir gewünscht habe. Es kam so, es kam, sah und siegte, sagen wir es einfach so. Das Gericht war einfach schön. Hast du gut gesagt. Ja. Merkst du die 24 Stunden Garzeit? Das auf jeden Fall. Also das Fleisch butterzart, also hier, da kannst du, ich brauche nicht mal schneiden, gell? Man konnte ihn mit der Gabel zerdrücken. Er war noch leicht rosa. Das war einfach Wahnsinn. Ich habe an dem Teller nichts auszusetzen, außer der Tafelspitz ist wirklich geschmacklos. Da ist kein Geschmack drin. Wundert mich so ein bisschen, dass da jetzt so wenig Geschmack dran ist, weil er gibt ja was rein. Er gart so vide, ja. Aber es wird ja eigentlich intensiviert dadurch. Ne? Also dann kann man sich auch mal überlegen, ob man es wieder im Rindsüppchen kocht, oder? Energiegeladen und voller Elan holt sich der Chef die Kritik am Tisch ab. Endlich ist das Schweiß vorbei. Jungs, wie schaut's aus? Zum Beispiel in Sachen Barbarie, Entenkeule mit Rotkraut, Thüringer Kloß und Spätzle. Das hat Ingo geordert. Endlich haben wir mal so ein paar Thüringer Sachen hier, ne? Muss ich auch mal sagen, ne? Echt cool. Ich habe es ja bestellt, weil ich wirklich mal probieren wollte, wie du Spätzle machst. Mhm. Ja, es tut mir leid. Es tut mir für mich leid, weil sie sind einfach gut. Sie sind wirklich richtig gut. Das war jetzt gerade. Das war geplant. Die haben einen schönen Biss. Du hast Salz, Pfeffer, du hast eine schöne Muskatnote drin. Es ist Butter mit dran. Also wirklich hervorragende Spätzle. Ich danke dir wirklich. Ich habe mich ein bisschen in meine Kindheit tatsächlich zurückversetzt gefühlt. Weil bei uns hieß es immer so, Junge, werd groß mit Spätzle und Soße. Die Ente. Super gegart, ganz, ganz zart, die Ente ist knusprig. Man hat kein Messer gebraucht, man konnte es schön vom Knochen lösen. Das Fleisch war saftig. Die Ente beflügelt Ingo nahezu. Und die Soße? Mir hat sie nicht gut geschmeckt, weil mir so ein bisschen Geschmack gefehlt hat. Und von der Konsistenz, aber das ist, vielleicht siehst du es anders, ich finde sie zu flüssig. Mhm. Sie hält nicht auf dem Kloß, also sie läuft runter. Mhm. Das ist mein Kritikpunkt. Also bei der Soße ist es so, ich mag es persönlich nicht so dick. Mhm. Und bei Entensoße ist es immer relativ schwierig, Geschmack reinzukriegen. Also bei mir kommt an die Ente nur Salz und ein bisschen Beifuß. Und das war es eigentlich. Also eigentlich ist das eine super Entensoße. Also er findet das so, wie er es macht, findet er das gut. Er sieht es ganz anders wie ich, weil er es wahrscheinlich einfach anders kennt. So, ich mache ihm da keinen Vorwurf.
Der eine mag so, der andere mag so. Naja, man muss jetzt beide Seiten betrachten. Ich würde sagen, dadurch, dass ich jetzt doch ein paar Jahre in Österreich lebe, würden wir das feiern, weil es mehr so ein Saftel ist. Und das stehen wir total drauf. Da in den Gefilden würde ich auch sagen, ist wahrscheinlich eher eine kräftigere, etwas dickflüssigere Soße angesagt. Aber ich persönlich würde mich darüber sehr freuen. Eine Kritik steht noch aus, und zwar die von Marc. Er hat Lust auf Schwarzwildgulasch mit Butterspätzle und Gurkensalat. Wir haben gerade das Thema Soße. Deine Gulaschsoße ist sensationell. Die ist so schön kräftig, so wünsche ich mir ein Schwarzwildgulasch. Ist hervorragend. Ich habe sie aber auch gebraucht. Ein kleines Problem war, dass das Fleisch ein bisschen trocken war beim Anschnitt und auch im Mund. Das siehst du selber. Es ist ein bisschen fester geworden von der Konsistenz. War jetzt alles insgesamt trocken? Es war schon insgesamt ein bisschen trockener, aber die Soße war mega geil, habe ich dir ja gesagt. Also das Essen hat super geschmeckt. Es ist am Ende des Tages halt auch ein Wildschwein. Ne? Das ist dann schon, wenn das jetzt vielleicht zu lange mal zieht, kann das auch schnell mal ein bisschen trockener werden. Aber es ist ja auch nur ein bisschen trocken. Vielen, vielen Dank, Jungs. Ich renne mal eben schnell wieder zurück in die Küche. Du liegst denn gerade so punktetechnisch, Denise? Ich sag mal, in der Punkteskala sehe ich mich trotzdem immer noch im oberen Bereich. Also ich hoffe da immer noch auf die 9. So schätze ich es auch ein. Das waren jetzt wirklich faire Kritikpunkte, die man jetzt nicht so in die Waagschale legen sollte. Jetzt werden in der Stiefelburg erstmal Eier in die Schale gelegt und das unter Beobachtung von Schaar und Ingo. Ich habe mal den Schaar mitgebracht. Ich habe nämlich gehört, du machst uns heute einen richtig geilen Kaiserschmarrn. Ja. Und ich glaube, der Schaar kennt noch gar keinen Kaiserschmarrn. Nein, ich muss ja auch sehen, wie du das machen. Ist eigentlich ganz einfach. Ein bisschen Mehl, Zucker, Milch, Eier. Eier. Und ein paar Rosinen. Okay. Das sind so die Grundzutaten. Wir brauchen 6 Eier, und zwar 6 Eigelb hier rein und die Eiweiß hier, weil die müssen wir steif schlagen. Vorher erstmal Hände waschen, Männer. Und dann hat Ingo auch noch ein paar Rückfragen zum Thema Kaiserschmarrn. Sag mir mal dein Rezept. Was machst du für Mengen? Wie viel Mehl, wie viel Zucker, warte wie viel mal kurz. Milch? Das ist schon ein bisschen verlottert. Also hier. Spickzettel sind in Denise' Küche ausdrücklich erlaubt. Also, jetzt das machen wir Mehl. Alles. Wie viel Gramm Mehl waren es? 180 Gramm Mehl. 180. Jetzt 370 Gramm Mehl. Aber irgendwie ist bei Denise jetzt der Wurm drin. Der Stück war nicht 370. Ich habe hier mein Rezept liegen. Das sind 370 Gramm Milch, 180 Gramm Mehl. Ja, merkt euch das mal. 180 Gramm Mehl. 180 Gramm Mehl. So, 270 Gramm Milch hast du gesagt? 180 Gramm Mehl. Scheiße, oh Mann. Ja, man merkt, Denise ist täglich am Dessert geschehen. Drei gestandene Männer und ein Kaiserschmarrn-Rezept, das wird doch wohl irgendwie zu schaffen sein, oder? Top! 70. Jetzt. Ich glaube, ich hätte erst die Eigelben mit dem Zucker rühren müssen. Aber es ist egal, wir machen heute eine, zwei. Ne? Ja. Nee, warte mal. Lass uns noch einen Zucker 50 kommen. Nee, da haben wir jetzt den Milchschutz drin. Es ist alles. Oh, warte mal. Es war chaotisch, aber deshalb auch mega sympathisch. Der Denise ist einfach so ein nahbarer Mensch. Der hat heute Stress gehabt in der Küche. Das hat man auch gemerkt. Der hatte schon einige Teller heute rausschicken müssen. Die Nervosität kam wahrscheinlich ein bisschen mit dazu. Guck mal, das plus Achsig Zucker hier reinmachen, das geht. Ja, stimmt, ja. Genau. Da lässt das einfach her, ja. Denise, ganz wichtig ist, nur bitte Eischnee separat jetzt schlagen. Alles andere kann man super wieder verrühren, da passiert gar nichts. Und das macht der Kollege dann auch. Kurz noch den Sturztest. Jawohl. Läuft. Wunderbar. Sieht doch mittlerweile alles fehlerfrei aus. So fehlerfrei, dass Schaar es aufs Rezept abgesehen hat. Meine König. Ich bin froh, dass du zufrieden bist. Ich mache noch sowas in meine, also ja. Deine Konzepte, ich klauen, okay? Sehr gerne. Ich mache meine Küche und bringe ihn für dich her, okay? Kannst du auch probieren, dass die gleich oder nicht. Das war mein Geheimrezept, aber du bekommst ich darf es. Auch bei der weiteren Zubereitung kann Schaar noch eine Menge lernen, denn beim Kaiserschmarrn geht's vor allem ums Kaputtmachen. Warum hast du kaputt gemacht? Ja, heute ist so ein Schmarrn, ist so ein Schmarrn. Wir müssen das wirklich so machen. Okay. Das ist das Rezept. Dass der nochmal zerpflückt wird.
Okay. Er macht es rein nur in der Pfanne. Auch sehr selten gesehen. Oft ins Backrohr oder unter den Salamander. Und es ist flaumig tatsächlich. Karamellisieren jetzt. Bitte karamellisieren. Aber natürlich, lieber Mike, in der Pfanne bekommt der Kaiserschmarrn jetzt noch eine schöne Zuckerummantelung. Dann heißt es auch schon Vorhang auf für den finalen Gang in dieser Woche. Für einen Klassiker hat sich Marc entschieden. Er probiert den Kaiserschmarrn mit Apfelmus. Jetzt schaut er, der schaut aber jetzt doch bombig aus, ne? Und schön, schön mit Volumen. Ich habe einen sehr dichten Kaiserschmarrn, der wunderbar im Geschmack ist. Ich habe Rosinen mit drin, das mag immer nicht jeder. Ich stehe auf Rosinen und wie ihr seht, ist er auch schön dunkel draußen. Das heißt, er ist wunderbar, auch in der Pfanne, danach noch karamellisiert. Der hat teigig, kuchig geschmeckt. Er war schon ordentlich gesüßt. Naja, der Süße kommt doch bitte durchs Karamell, Leute. Ich habe sogar noch einen Apfelkompott. Es ist ein Apfelmus, ein leckeres. Schmeckt schön Apfel raus. Der war nicht übersüßt. Da war schön apfelfruchtig, hat sehr frisch geschmeckt, war wirklich lecker. Schar steht der Sinn nach ein wenig Sommer im Glas. Er hat Joghurt und Erdbeereis mit Grütze bestellt und Schirmchen. Ich habe Joghurt-Eis gekriegt, dass die Naturjoghurt nicht so sauber und mild ist. Für mich, dass die Joghurt drin ist, Naturjoghurt ist Eis zusammen, das ich vorher nicht gegessen habe. Ich habe geholt, so Naturjoghurt mit Vanilleeis oder mit verschiedenen Früchten drin ist. Ja, dass die rote Soße, dass die brune Soße dabei ist, ich denke, das hat auch selbst ausgemacht. Also, dass nicht fettiger ist, die siehst du. Ja, ja, natürlich macht er die Grütze selber, Leute. Ne? Also beim Eis bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, aber die Grütze macht jeder selber. Schmeckt sehr gut. Also für mich ist total begeistert. Weiter geht's zu Tischnachbar Ingo. Der hat den Thüringer Blechkuchen, Apfelstreusel mit Apfelmus und Pudding gewählt. Der Kuchen ist wirklich super gemacht, handwerklich perfekt. Wir haben hier unten einen ganz fluffigen Teig. Hier oben ist eine schöne Vanillecreme, Vanillepudding ist es wahrscheinlich, klassisch auf dem Kuchen. Dazwischen ist eine ganz, ganz dünne Schicht mit Apfelmus eingearbeitet. In dem Pudding sind ganze Äpfel mit drin. Hier oben, man hört es auch, schöne Streusel verarbeitet, Puderzucker oben drüber. Der Kuchen war wirklich gut, das ist ausreichend für einen Sonntagmittag. Wenn ich hier hochwandere, trinke eine Tasse Kaffee, möchte einen Kuchen bestellen. Lust auf einen italienischen Klassiker hat Heiner. Er probiert die Panna Cotta mit fruchtigem Himbeermark. Hübsch. Mein Himbeermark ist tatsächlich sehr, sehr süß, also extrem. Ich habe erst gedacht, dass es Erdbeer ist. Und habe mich aber da täuschen lassen von der Süße. Die hat wirklich die Frucht kaputt gemacht. Das ist auch definitiv nicht selbst gemacht. Es macht komplett alles kaputt drumherum. Das Panna Cotta ist nämlich geil. Das ist schön selbst gemacht. Da kommt die Vanille super raus. Das ist super abgeschmeckt. Es ist trotzdem eine runde Geschichte. Der Teller war super angerichtet, sah schön aus. Ich hatte heute mehrere Dich und das war eigentlich mein Highlight. Da kann ich auf dieses Mark scheißen. Schaut tatsächlich so aus, dass der Denise hier beim Heiner nicht die Punkte abgreifen wird. Also das ist jetzt auch kein Fake, ne? Das ist echt. Ein letzter Gang zum Tisch fehlt noch. Da habt ihr erstmal Il Conto. Il Conto, por favor. Das ist dann euer Punkte. Körbchen. Ciao, ciao. Bleibt gesund, bis dann. Was steht in der Stiefelburg unterm Strich? 180,70 €. Davon sind knapp 130 für die Speisen. Also ich muss sagen, dafür, dass es eine Burg ist und wir beim König waren, ist es eine absolut faire Summe. Also 130 € fürs Essen, das ist mal mega. Da ist richtig gut gekocht worden. Es ist die Tradition wirklich auch gewahrt worden. Das, was der Denise nach außen hin auch verbal verkörpert, setzt er hier am Teller um. Toll. So, Zeit für die letzte Punktevergabe in dieser Woche. Was ist den Männern der Abend wert? So einen neuen würde ich mir natürlich wünschen, von jedem. Du! Die neuen! Eine 8. Wow! Das ist jetzt die 9. Ja. Wow, die zweite 9. Oh. Eine 8. Heiner. 9 Punkte. Ingo. Denise,
Du, mein König der Stiefelburg, bekommst von mir heute verdiente 8 Punkte. Schar und Marc. 9 Punkte. 8 liebevolle Punkte mit Herzchen. Auf alle Fälle war es eine richtig coole, geile Woche. Viele nette Menschen kennengelernt. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Das macht ihn aus. Das macht ihn aus. Dem ist völlig wurscht, ob er Erster, Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter ist. Denise, toller Mensch, hat man gesehen. Und jetzt wisst ihr, mit was für Menschen ich befreundet bin. Damit hat sich Denise gute 34 Punkte erkocht und liegt momentan auf Platz 3. Die Punkte vom Profi fehlen allerdings noch. Der Startschuss fiel bei Marc in seinem Restaurant Marc kocht. Wie war's, Mike? Also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich mag diese starke Aromatik, die du so an den Tag legst. Ich kann mir richtig vorstellen, wie das auf so einen kleinen Löffel einem wegbeamt. Hey, aber Löffel ist dann am Ende nicht viel größerer Teller geworden. Ne? Also da würde ich mir Gedanken machen. Und deswegen ne, eine schöne 8 und das Plus ist für dich, für dein Herz. An Tag 2 bat Ingo zu Tisch und zwar in der alten Remise Weimar. Du identifizierst dich auf jeden Fall mit der Region, hat mir gut gefallen und wirklich, es war überraschend gut. Der Adrian hat richtig einen rausgehauen bei mir. Der Strudel war toll und wurde noch mal verbessert oder besser angepasst. In der Woche auch alles für mich in Ordnung. Deswegen keine Frage, 9 Punkte. Das Bergfest durfte Schar ausrichten. Er lud ein ins Punjabi Virsa. Ihr habt zwar reagiert auf all meine Tipps, das halte ich dir zugute, ganz, ganz toll. Aber Dosenfrüchte raus, Qualität nach oben, schau, wo du ein gutes Geflügel kaufen kannst und besorgt euch bitte einen Tandoori-Ofen. Ne? Du hast dich richtig reingebeamt, für dich war das ein ziemliches Neuland, hat mir super gefallen, du bist da auch aufgetaut. Insgesamt eben 7 Punkte plus ein Herzchen von mir. An Tag 4 ging's zu Heiner ins Palais-Restaurant. Hat's dich überzeugt, Mike? Ich bleib dabei. Für mich ist das Konzept noch nicht ganz schlüssig. Es ist einfach doch noch sehr Fleisch und Steak. Lass dich zumindest, habe ich das Gefühl. Ich bin kein Fan von Risotto im Ball. Es war trotzdem gut. Keine Frage. Dessertbereich bin ich der Meinung, da müsst ihr aufstocken, da müsst ihr was machen. Von mir trotzdem 8 Punkte und das ist auch gut. Glaub's mir. Das Finale fand bei Denise in der Stiefelburg statt. Wie viele Punkte gibst du hier? Lieber Denise, ich wusste sofort, dass du der Woche als Typ richtig gut tust. Du bist, wie du bist. Dein verstecktes Handwerk als gelernter Koch, kann ich das beurteilen, habe ich entdeckt. Und zwar in allem. Ne? Wer macht denn überhaupt noch einen Leberknödel? So, jetzt die Punkte. 9. Und von der Sympathie für alle spreche ich da, gibt es 3 Herzchen. Damit haben auch Mikes Punkte nichts geändert. Heiner hat sich mit 46 Zählern verdient den goldenen Teller erkocht. Herzlichen Glückwunsch! Fang! Yeah!